Hallo und herzlich willkommen bei Veggileo. Heute machen wir einen ganz leckeren und cremigen Kartoffelsalat, aber trotzdem ist kein Öl drin und auch keine Mayonnaise. Wir brauchen dazu natürlich Kartoffeln, die kochen wir jetzt erstmal und dann pellen wir sie und dann haben wir Pellkartoffeln, die müssen jetzt erstmal einen Augenblick abkühlen. Und dann machen wir das Dressing und zwar machen wir das mit den Kartoffeln, also mit ein paar davon, dann haben wir Agavendicksaft und Salz noch. Ich mache das im Personal Blender, dann habe ich hier eine halbe Zwiebel, eine Knoblauchzehe, Zitrone, Apfelessig, Senf und Sojamilch. Ich gebe jetzt zwei kleine Kartoffeln in meinen Mixer und dann habe ich hier als nächstes die Sojamilch. Die ist jetzt, das ist so eine Barista-Version, aber das ist jetzt nur das, was ich gerade im Haus hatte. Nehmt einfach irgendeine, ihr könnt auch eine Mandelmilch nehmen oder so, auf jeden Fall ungesüßt sollte sie sein. Dann eine Knoblauchzehe mit hinein, dann eine halbe Zwiebel. Ihr könnt auch einen guten Esslöffel oder zwei Esslöffel Frühlingszwiebeln verwenden. Dann einen guten Teelöffel Senf. Ich habe jetzt hier den Senf ohne Zuckerzusatz von Koro. Dann etwas Agavendicksaft. Ihr könnt auch eine andere Süße nehmen, Ahornsirup oder sowas. Und dann einen kleinen Schuss Apfelessig, so ungefähr zwei Teelöffel. Und dann habe ich hier noch frischen Zitronensaft, auch davon erstmal so ein bis zwei Teelöffel. Kann man hinterher alles noch abschmecken und Salz natürlich noch. Und das Ganze wird dann vermixt und dann haben wir ein ganz, ganz cremiges Dressing. Durch die Kartoffeln, die da drin sind, das ist ja jetzt stärkehaltig, kann das Dressing schon mal so ein bisschen Fäden ziehen. Lasst euch dadurch nicht verunsichern. Es ist ein super cremiges, leckeres Dressing. Und was ihr jetzt verwendet für den Salat, das liegt in eurer Hand. Ich habe jetzt hier einen grünen Kartoffelsalat gemacht mit Petersilie, die hatte ich noch eingefroren. Dann noch tiefgefrorene Erbsen mit hinzu. Ich finde das immer super, sowas im Haus zu haben. Erbsen sind so vielseitig einsetzbar und die brauchen ja nur einfach auftauen. Dann habe ich hier noch eine kleine Dose grüne Bohnen mit hineingegeben. Und ihr könnt dann Gewürzgurken verwenden oder wie ich hier Salz-Dillgurken. Und dann habe ich das Dressing drüber gegeben und das Ganze jetzt erstmal miteinander vermischt. Und dann müsst ihr mal schauen, wie viel Kartoffeln ihr letztendlich noch da reinschneidet, damit das Ganze auf jeden Fall auch noch cremig genug ist. Ich habe jetzt hier dann noch so 5-6 Kartoffeln mit hineingegeben, das Ganze gut miteinander vermischt und dann muss es nochmal durchziehen. Zum Schluss könnt ihr das nochmal abschmecken, vielleicht fehlt noch ein bisschen Salz oder ein bisschen Säure. Ihr könnt auch andere Sachen noch damit hineingeben. Ich schreibe euch mal alles unter das Video, was ihr so in den Kartoffelsalat hineingeben könnt. Ja, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert das Glöckchen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!